Mark Bellinghaus in Leipzig. Und ihr seht die Karte, die handgemacht wurde von einer sehr, sehr lieben Frau und einer Freundin von Alfred, der mir diese Karte bei dem Forum für Missbrauchsopfer geschenkt hat. Und ich habe sie genommen als Grußkarte und Dankeskarte für das wunderbare, einmalige Genie Johann Sebastian Bach. Und ich nehme euch jetzt mit in die Kirche zu seinem Grab, wo ich auch, ich schwöre es, noch nicht vorher war. Also ich weiß nicht, was jetzt wie das ist, aber für die Leute von euch, die keine Möglichkeit haben, hier nach Leipzig zu kommen, es ist ja auch zum ersten Mal für mich, dass ich hier bin. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Und ich habe diese Karte beschriftet und eine Rose, die habe ich eben von einem wunderbaren, freundlichen Besitzer von der Osteria, das ist ein Steinwurf von hier entfernt. Ich habe den gebeten, ob er mir eine Rose verkaufen könnte, und hat er mir die geschenkt, weil ich gesagt habe, ich gehe zu Johann Sebastian Bach ans Grab und wollte nicht mit leeren Händen kommen. Und dann haben wir hier noch einen Rosenzweig mit zwei, nein, einen Olivenzweig mit zwei Oliven. So, jetzt nehme ich meine Mütze ab, weil das macht man so, wenn man in eine Kirche geht. Wow, diese Kirche, die sieht ja viel größer aus als im Fernsehen. Als da ist die Orgel. Da ist, wo der Meister gespielt hat. Das Genie. So, ich nehme euch jetzt mit. Hier ist die Kanzel, wo gepredigt wurde. Berühmte Thomaskirche in Leipzig. Ich bin wirklich hier. Hier ist es. Hier ruhen die sterblichen Überreste von Johann Sebastian Bach. Ich werde diese Schnur einfach jetzt überschreiten, weil ich die Rosen, die ich habe, niederlegen möchte auf seinem Grab. So. Da ist der Zweig mit zwei Oliven, eine Rose und die Engelskarte. Großer Meister.